Leute, es regnet hier die ganze Zeit in Strömen. Und jedes Mal, wenn man hier die ganze Zeit abwartet, bis das endlich aufhört und ganz kurz ein oder zwei Minuten still ist, dann fängt das gleich schon wieder an. Das ist hier die ganze Zeit so ätzend am Rumregnen ist. Und hier, weil das hier zerrissen ist, spritzt mich das hier die ganze Zeit voll. So, nachdem wir stundenlang gewartet haben, bis der Regen endlich vorbeiging, ist jetzt etwas Regenpause. Und bevor dann später noch mehr Regen kommt, haben wir ganz schnell eingepackt und gelaufen jetzt nach Richtung Stadt zurück. Also da, wo wir gestern hingelaufen sind. Prüft, ob es gleich schon wieder so beschissen regnet, wenn wir loslaufen. Ja, wir sind ein Stückchen gelaufen und keine Ahnung warum. Jetzt wird es plötzlich warm. Aber da hinten, da war die ganze Zeit nur windig und regnerisch und so weiter. Das ist ein riesiger Temperaturunterschied zwischen da vorne am Strand und hier. Jetzt laufen wir nach Richtung McDonald's, um dort zu fressen. Und heute Nacht, so um 1.50 Uhr, fahren wir nach Ponte de Lima zurück. Mit dem Bus. Weil da gibt es sonst keine andere günstigere Verbindung. Eigentlich wollten wir erst morgen irgendwann dahin fahren, aber genau, wir haben Verbindung gesucht und das ist die günstigste Verbindung. Deswegen fahren wir nachts über. Ja, was ich mich frage, es gibt hier irgendwie total wenige Busverbindungen. Und da verstehe ich nicht, warum einer direkt nachts überfährt. Wir gelaufen jetzt über diese Brücke hier drüber durch. Und da ganz hinten, da ist Atlantik. Der führt dahin. Also wir sind über die viel zu schmale Brücke rübergelaufen. Also der Gehweg war viel zu schmal gewesen. Und jetzt sind wir hier in dieser Stadt angekommen. Und so langsam bekommen wir Hunger, oder wie das heißt. Achso, wir gelaufen hier durch so einen Bahnhof durch und wir sind in dieser Ortschaft. Das ist unsere Ortschaft, wo wir jetzt gerade sind. Und genau hier in der Nähe von diesem versüfften Bahnhof, hier ist irgendwo McDonald's. Und anders wie bei uns geht man hier direkt über die Gleise rüber. Und genau das hier, das ist Bahnhof. Das sind diese portugiesischen Züge. Die sehen so aus. Oh, das stinkt hier. Oh, schnell hochfahren. Das ist ein portugiesischer Fahrstuhl. Und das knackt hier rum. Jawohl, wir sind oben. Wir sind auf dem Bahnhof drauf. So, wir sind bei Mc's angekommen. Aber ich habe mich für doch was anderes entschieden. Und zwar für einen portugiesischen Döner. Weil ich habe noch nie einen portugiesischen Döner gegessen. Ich muss sagen, das Fleisch ist gut, aber die anderen Sachen kann man auf jeden Fall essen, aber schon auf jeden Fall anders. Ach so, ein paar Pommes hast du auch bestellt und was zu trinken, Diabetes. Willst du nicht erzählen, dass du auf der Flucht gerade bist eigentlich? Oder ist das zu intim? Ich habe eben gerade ganz notdürftig Urin gemacht an der Bushaltestelle. Und da hat mich, ich glaube, keine Ahnung, so eine Schaffnerin oder sowas beobachtet. Und die hatte irgendwie den Hörer angehabt und hat mich die ganze Zeit angeguckt. Und da habe ich wirklich kein gutes Gefühl gerade dran. Und deswegen wollten wir ein Stückchen weitergehen. Weil nicht, dass die jetzt die Polizei gerufen hat und ich gleich Strafe zahlen muss oder so. Man fährt hier Bus, aber hier ist kein Licht, deswegen sehen wir es nicht. Aber ich wollte trotzdem Busfahrt dokumentieren. So, wir sind gerade mit dem blauen Bus hergefahren und wir sind wieder bei Ponte de Lima und hier pennen wir. Hier der Dave Goldman und hier penne ich. Und genau, so pennen wir heute hier. Genau in der Bushaltestelle. Und das ist diese Bushaltestelle, wo ich übermorgen dann wegfahren muss. Und genau, das ist geil. So, wir haben hier geschlafen, aber wir wurden gerade von portugiesischen Polizisten aufgeweckt und wir dürfen hier leider nicht schlafen. Genau, wir müssen hier leider einpacken. Ich bin total müde und mein Kopf schwappt rum. Wir sind gerade dabei, zum McDonald's zu laufen und vorhin hat uns auch eine Toilettenfrau gefragt, wann unser Bus kommt. Und wir haben gesagt, dass der morgen erst kommt. Und deswegen laufen wir zu McDonald's, um dort eine Runde weiter zu pennen. Und guck mal, der portugiesische McDonald's ist schon hier vorne. Oh Scheiße, dieser McDonald's, der ist um 11 Uhr offen. Und das ist noch länger als 2 Stunden hin, bis das offen geht. Deswegen laufen wir
zum nächsten Koffeinladen, um dort Kaffee zu saufen. Und danach suchen wir uns dann einen anderen Pennplatz aus. Ich trinke hier portugiesischen Koffein in einem Bäckerei. Und wir sind spontan zu einem Bäcker gelaufen, damit ich mir ein Koffein im Bier reinmachen kann. Und danach laufen wir weiter zum Fluss, um dort zu pennen. So, aufgrund dessen, weil wir von der portugiesischen Polizei verjagt worden sind, von der Bushaltestelle, sind wir gerade dabei, voraussichtlich zu diesem Pennplatz zu laufen, wo wir die erste Nacht gepennt haben, damit wir da so ein bisschen Schlaf nachholen können. Wir haben es jetzt irgendwie 9:30 oder so, viel zu früh. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Schlaf nachholen, das ist ganz wichtig, damit ich nicht zu verstörend im gesamten Tag bin. So, das ist die portugiesische Brücke, wo wir am ersten Tag hier waren. Und wir müssten diesen fettigen Wagen, diese ganze Treppe hier runter tragen. Und wir sind auch voll müde und so. Guck mal, die hier, keine Ahnung warum, aber die sollten giftig sein. Deswegen fresse ich die nicht. Guck mal hier, wir sind die ganze Zeit von da hinten gelaufen und wir laufen hier runter, weil da drüben, da hinten, da ist unser erster Pennplatz gewesen. Also da, wo wir die erste Nacht gepennt haben. Und da hinten, weil wir da stark in Ruhe gelassen worden sind, werden wir da runterlaufen und da hinten unser Lager aufbauen, damit wir dort chillen und pennen können den ganzen Tag. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Und morgen früh um 9 Uhr müssen wir unbedingt zurücklaufen, weil mein Bus dann fährt. Ich freue mich nicht drauf, Flixbus zu fahren. Man muss wirklich echt aufpassen wegen dem Gepäck. So, wir sind jetzt an dieser Stelle angekommen, wo dieser Fluss ist. Da hat Herr Goldmann schon reingesprungen. Und genau, wir haben hier unseren Schlafplatz aufgebaut, damit wir hier schon wieder eine Runde pennen können und chillen und den ganzen Tag hier rumsitzen. Cool, oder?